Mein Großvater pflanzte eine Rübe und sie wurde groß, sehr groß. Noch nie eine solche Rübe in den Dörfern gesehen. Und so ging mein Großvater, um eine Rübe zu pflücken. Zieht, 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 kann aber nicht ziehen. Der Großvater wusste nicht, was er tun sollte. Und so, aber es wird sich in keiner Weise herausziehen. Dann rief der Großvater die Großmutter an, um die Rübe zu ziehen. Eine alte Frau kam, packte ihren Großvater am Rücken und sie fingen an, die Rübe zusammenzuziehen. Die Großmutter ist für den Großvater und der Großvater für die Rübe. Sie ziehen, 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 aber sie können es einfach nicht ziehen. Es ist nur eine Art Ärger. Der Großvater dachte nach und erkannte, dass es Zeit war, die Enkelin um Hilfe zu rufen. Und sie fingen an, das kleine Mädchen so laut zu rufen, dass das ganze Dorf zitterte. Die Enkelin kam gerannt, ergriff den Rock der Großmutter und wieder fingen sie an, an der Rübe zu ziehen. Die Enkelin für die Großmutter für den Großvater und der Großvater für die Rübe. Sie ziehen, 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 aber sie können nicht ziehen. Die alten Leute waren verärgert, weil eine solche Rübe verschwindet. Dann beschloss die Enkelin, ihren Hund Bug zu nennen, damit sie wenigstens die Rübe ziehen konnte. Bug kam gerannt, packte ihre Enkelin am Taschentuch und sie fingen an, die Rübe zusammenzuziehen. Ein Käfer für eine Enkelin für eine Großmutter für einen Großvater und ein Großvater für eine Rübe. Sie ziehen, 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 aber sie können nicht wieder ziehen. Der Großvater und die Großmutter waren noch mehr verärgert, weil die nicht gefressene Rübe verschwinden wird. Plötzlich bellte der Käfer und rannte weg. Der Hund kehrte nicht allein, sondern mit einer Katze zurück. Sie packte den Käfer am Schwanz und begann, die Rübe zusammenzuziehen. Eine Katze für einen Käfer, ein Käfer für eine Enkelin für eine Großmutter für einen Großvater und ein Großvater für eine Rübe. Pull, 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 aber nicht denen. Die alten Leute waren zusammen mit ihrer Enkelin verärgert. Sie werden keine Rübe sehen. Plötzlich rannte die Katze in die Scheune. Sie war lange weg und kehrte nicht allein, sondern mit einer Maus zurück. Der Großvater und die Frau sowie die Enkelin und der Käfer begannen, die Maus um Hilfe zu bitten. Sie wedelte mit dem Schwanz, quietschte zweimal und packte dann das Fell der Katze mit ihren kleinen Pfoten. Und wieder zogen sie die Rübe zusammen. Eine Maus für eine Katze für einen Käfer, ein Käfer für eine Enkelin für eine Großmutter für einen Großvater und ein Großvater für eine Rübe. Pull, 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 pull und zog die Rübe. Und so beschloss der Großvater, die Rübe zu teilen. Er nahm die Hälfte für sich, gab seiner Großmutter ein Drittel, seiner Enkelin etwas weniger, ein Stück Käfer, ein halbes Stück für eine Katze und eine sehr kleine Krume für eine Maus. Die Tiere wurden von ihrem Großvater beleidigt, weil sie auf die gleiche Weise halfen, aber er teilte die Rübe unehrlich. Ein Jahr ist vergangen. Der Großvater pflanzte die Rübe erneut und sie wurde größer als zuvor. Eine solche Rübe hat man in den Dörfern schon lange nicht mehr gesehen. Und so ging mein Großvater, um eine Rübe zu pflücken. Puls, 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 Puls und dies und das, aber nicht ziehen. Der Großvater wusste nicht, was er tun sollte. Und ich beschloss, meine Großmutter erneut um Hilfe zu bitten. Sie fingen an, die Rübe zusammenzuziehen. Die Großmutter ist für den Großvater und der Großvater für die Rübe. Sie ziehen, 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 aber sie können es einfach nicht ziehen. Dann rief die Großmutter ihre Enkelin an. Die Enkelin kam gerannt und sie zogen die Rübe zusammen. Die Enkelin für die Großmutter für den Großvater und der Großvater für die Rübe. Pull, 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 aber nicht denen. Der Großvater war verärgert und bat die Tiere um Hilfe. Er rief Bug an, aber sie drehte nur ihr Gesicht weg, wedelte mit dem Schwanz und rannte weg. Der Großvater fand eine Katze und kletterte auf das Dach der Scheune. Dann ging der alte Mann zur Maus, aber sie hörte ihm auch nicht zu. Dann stellte der Großvater fest, dass die Tiere von ihm beleidigt waren, weil er die Rübe nicht ehrlich teilte. Denn ohne Maus, Katze oder Käfer kann der Großvater keine Rübe sehen. Der alte Mann dachte nach, sammelte seine Gedanken und ging wieder zu den Tieren. Er entschuldigte sich beim Käfer, bat die Katze um Vergebung und versprach das beste Stück Rübe für die Maus. Dann stimmten die Tiere zu, ihrem Großvater zu helfen. Und sie fingen an, die Rübe zusammenzuziehen. Eine Maus für eine Katze für einen Käfer, ein Käfer für eine Enkelin für eine Großmutter für einen Großvater und ein Großvater für eine Rübe. Pull, 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 pull und zog die Rübe. Baba backte eine Rübe. Solche köstlichen Rüben hat man in den Dörfern schon lange nicht mehr gesehen. Und der Großvater teilte die Rübe zu gleichen Teilen. Ein Stück für sich, Großmutter und Enkelin. Wir haben jeweils ein Stück eines Käfers mit einer Katze und sogar einer Maus. Jeder war glücklich. Also lebten sie glücklich und friedlich in Frieden und Harmonie.